Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute sprechen wir über die BookTok-Bücher, die ich verschlungen habe, die ich jederzeit nochmal lesen würde, die ich euch empfehlen würde und wo ihr einfach, wenn ihr das Buch in die Hand nehmt, nicht mehr aufhören könnt und vor allem auch so ein bisschen abschalten könnt. Also es sind jetzt keine krassen, Bücher, die ich weiterbringe, sondern es ist wirklich Unterhaltungsliteratur. Aber ich finde das so wichtig, vor allem wenn man einen stressigen Alltag hat, einfach mal mit einem Buch abschalten zu können. Und deswegen kommen wir zu meinen Favorites. Alles hat 2022 angefangen, als ich weiß nicht wieso, einfach wieder Bock bekommen habe zu lesen, obwohl ich zu der Zeit meine Masterarbeit geschrieben habe und eigentlich voll die komplizierten Texte lesen musste und so. Keine Ahnung, meine Liebe für Unterhaltungsliteratur wurde wieder geweckt und ich dachte mir, let's go. Angefangen habe ich mit der Sommer, als ich schön wurde Reihe von Jenny Han. Dazu gibt es auch eine Serie, The Summer I Turned Pretty heißt die, und gibt es bei Prime Video und ich habe sie geliebt, über alles geliebt. Daraufhin habe ich mir die Bücher geholt und Leute, ich kann, also das ist nicht die krasseste Reihe, das ist nicht der krasseste Schreibstil oder irgendwie, wie soll ich das euch erklären? Es gibt Bücher hier, die ich euch zeige, die sind besser, ja, die sind viel besser, aber dieses Buch hat mich einfach so wieder zurückgeholt in diesen Buch-Hype und hat mir ein Gefühl gegeben, als möchte ich einfach wieder ein Teenie sein. Und hat einfach etwas in mir geweckt, was ich zu meinen Teenager-Zeiten nie hatte. Und das ist dieses Gefühl, von mehreren Jungs irgendwie gemocht oder geliebt zu werden, umworben zu werden, dass mehrere Typen gleichzeitig in dich verliebt sind, du bist das It-Girl. Das gab es bei mir nicht, weil ich schon immer so ein bisschen außerhalb der Norm war, sage ich mal. Also ich war nicht die Schönheitskönigin der Schule und keine Ahnung, ich war zwar damals nicht wirklich dick, aber ich war trotzdem nicht skinny so, ne? Und deswegen, ich habe diese Erfahrung erst relativ spät gemacht, als ich eigentlich schon erwachsen war. Und deswegen, ich hatte das nie. Umso toller fand ich es, da einfach so einzutauchen. Es geht auf jeden Fall um Belly, die jeden Sommer ihres Lebens mit der besten Freundin ihrer Mom und ihren Söhnen und auch noch mit Bellys Bruder in einem Sommerhaus verbringt und die sehen sich halt den ganzen Sommer. Und eines Tages, also da beginnt halt das Buch oder beziehungsweise die Serie auch, ist halt der Sommer, an dem Belly sich verändert hat. Sie hat ein bisschen Brüste bekommen, sie will die Brille nicht mehr tragen, hat Kontaktlinsen und so und hat halt diesen Wandel durchgemacht. Ich fand die auf jeden Fall super süß. Ich habe sogar geweint am Ende von dem dritten Band. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich die Serie zuerst geschaut habe und deswegen beim Lesen so ein bisschen die Gesichter der Schauspieler vor Augen hatte. Das kann sein, dass das viel mit mir gemacht hat, weil ich finde, die SchauspielerInnen passen perfekt auf die Rollen und deswegen ja. Ich mochte das Buch sehr, ist jetzt aber keine 5 von 5 für mich. Trotzdem würde ich es immer wieder lesen. Dann mache ich weiter mit einer Reihe, die man definitiv erst lesen sollte, meiner Meinung nach, wenn man 18 ist. Bitte nicht früher. Ich glaube, die sind zwar ab 16, aber ich würde es nicht machen. Very Bad Kings heißt die Reihe. Es gibt aktuell 8 Bücher. Ich glaube, ich lese gerade das 8. Das hier ist aber das erste. Das ist dann immer Very Bad. Also, ne? Könnt ihr einfach mal googeln. Genau, Very Bad Kings ist der erste Band von J.S. Wonder und das ist mein erstes Dark Romance Buch gewesen. Das war überall auf TikTok, wobei als ich es angefangen habe, gab es gefühlt nur eine Person, die darüber, glaube ich, auf TikTok berichtet hat. Maximal 2. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann gemerkt, okay, der Hype ist nicht nur auf mich rübergegangen, sondern auch auf ganz TikTok. Das Buch ist ganz besonders dafür bekannt, weil es ein Reverse-Harem-Buch ist. Also es ist der Trope, es gibt eine Frau und viele Männer, die sich für sie interessieren. Und es ist sehr spicy. Also in diesem Buch gibt es sehr viele intime Szenen, die explizit beschrieben werden. Deswegen sage ich, bitte, bitte erst ab 18 lesen. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was ich meine, wenn man auch noch bedenkt, dass es halt viele Männer gibt und eine Frau, ne, you know. Genau, warum finde ich das trotzdem so cool? Weil dieses Buch einen seine eigene Moral so ein bisschen über Bord werfen lässt. Es geht um Mabel, die kommt an die Kingston-Universität, um dort zu studieren und sie kommt aus armen Verhältnissen, die hat in so einem Wohnwagen, in so einer Wohnwagensiedlung gelebt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ihre Mutter hat auch Probleme mit gewissen Substanzen und so weiter. Auf jeden Fall ist ihre Familie sozusagen am Arsch und sie hofft einfach in Kingston so ein neues Leben, sag ich mal, zu bekommen.
wird aber schnell eines Besseren belehrt, denn an der Kingston Universität herrschen die Kings. Also es gibt eine Gruppe von Männern, die sehr beliebt sind, aber eben auch sehr viel Macht haben aufgrund ihrer familiären Situation. Und sie wollen ihr das Leben zur Hölle machen. Und warum genau und was da alles hintersteckt, will ich nicht spoilern. Aber ich liebe dieses Buch, weil es wirklich so... Wisst ihr, manchmal, man guckt sich ja auch Serien an, die super krass sind. Heißt ja nicht, dass man sich damit irgendwie identifizieren kann. Versteht ihr, was ich meine? Und so ist es bei diesem Buch. Es ist wie so ein Autounfall. Du kannst irgendwie nicht weggucken. Du möchtest unbedingt wissen, wie es ausgeht und du hinterfragst dich auch selbst. So nach dem Motto, was würdest du machen? Würdest du das tolerieren? Würdest du dich darauf einlassen? Und so weiter. Und deswegen finde ich das so spannend und nicht, weil es irgendwie normal sein sollte, was da drin beschrieben ist. Ich überlasse die Verurteilung euch. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, aber versucht es mal. Für mein erstes Dark Romance Buch war es auf jeden Fall schon heavy, würde ich sagen. Oder ist es eine krasse Reihe, aber hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Kommen wir zu diesem Buch, und zwar The Sky in Your Eyes von Kira Moon. Das war mein zweiter Roman, der eine Plus-Size-Protagonistin gezeigt hat und der hat mir so, so gut gefallen. Ich habe den im Urlaub gelesen. Ich muss sagen, mein erster Roman war auch super. Also wie gesagt, wenn ihr einen Teil 2 wollt, der wäre da auf jeden Fall auch mit drin. Aber dieses Buch verbinde ich einfach mit dem Urlaub, wo ich war. Wir waren in Ägypten, es war so schön. Wir haben einfach eine tolle Zeit gehabt, Axel und ich. Und da habe ich halt dieses Buch gelesen und einfach verschlungen. Ich glaube, 2 Tage habe ich gebraucht und es war weg. Es geht um Elin, die in Island wohnt. Also das Ganze spielt in dieser isländischen Landschaft. Es ist super, super schön und romantisch. Und Elin hat super schlechte Erfahrungen mit ihrem Ex-Freund gemacht, der sie gebodyshamed hat. Und diese Erfahrungen nimmt sie einfach mit durch ihr Leben, sage ich jetzt mal. Und als sie bei einem Kochkurs Jon kennenlernt, kann sie sozusagen gar nicht glauben, dass dieser Mann Interesse an ihr zu haben scheint. Und so beginnt halt diese ganze Geschichte. Und es ist eben nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern es geht halt auch wirklich darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Sachen aus der Vergangenheit zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren und ja, irgendwie mit seinem Körper Frieden zu schließen. Und das hat mir so gut gefallen. Ich könnte schon wieder ein bisschen heulen, wenn ich daran denke, weil ich fand es wirklich wunderschön. Kommen wir zu Bad at Love. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Buch. 5 von 5 Sterne, safe. Mein Herz geht auf, wenn ich daran denke. Es ist ein so wichtiges Buch. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich habe mein Herz verloren. Es war einfach nur... Wow, ich liebe es. Es geht um Azaleh. Sie ist die Hauptprotagonistin und sie muss mit einem Verlust klarkommen, denn ihre Mutter verstirbt. Und deswegen muss Azaleh ihre 7 Sachen zusammenpacken und zurück zu ihrem Elternhaus fahren sozusagen, in dem halt die Mutter gelebt hat und sich um Angelegenheiten kümmern, die eben mit so einer Beerdigung einhergehen und so weiter. Es gibt viele schlimme Dinge in ihrer Vergangenheit, die passiert sind, die ich nicht spoilern möchte, aber lest euch bitte die Triggerwarnungen durch, die ja, ihr das Leben vor Ort so ein bisschen schwer machen. Und sie muss sich selber finden, sie muss super viel reflektieren und verarbeiten und in diesem ganzen Getümmel lernt sie ihren neuen Nachbarn kennen und zwar heißt er Eden. Und er ist ihr da so eine kleine Stütze, auch wenn die sich am Anfang über alles hassen, gefühlt. Deswegen, das Buch ist auch von Witz begleitet. Es hat so einen frechen Humor, so ein bisschen. Ich liebe das. Und was ich auch cool fand, die Charaktere, also ich glaube, die sind so 24 circa. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, die können locker auch so 30 sein. Ich weiß nicht, die kamen mir älter vor, als sie halt irgendwie wirklich sind und ich konnte mich komplett mit denen identifizieren und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann kommen wir zu einer Reihe, die auch wieder mir mein Herz einfach nur gestohlen hat. Mein Teenager-Herz, Crave. Ist eine Fantasy-Reihe und ich habe, bevor ich das hier gelesen habe, ich glaube, das letzte Fantasy-Buch, was ich gelesen habe, war Tribute von Panem. Wobei Tribute von Panem... Ist das überhaupt Fantasy? Ist das ja eher eine Dystopie? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ewig lange her. Auch hier hat die Hauptprotagonistin ihre Eltern verloren. Sie heißt Grace und nach dem Tod ihrer Eltern zieht sie zu ihrem Onkel
und ihrer Cousine nach Alaska. Also richtig krass irgendwie. Von San Diego, muss man sagen. Kompletter Tapetenwechsel. Krasser geht's nicht, weil sie dann natürlich in so eine richtig krasse Winterlandschaft zieht. Eine Schule, die nennt sich Cadmere Academy. Und an dieser Schule sind die Leute irgendwie komisch. Ihr fällt immer wieder auf, da passieren merkwürdige Dinge. Sie versteht nicht, was los ist, bis sie begreift, dass sie mit übernatürlichen Wesen zur Schule geht. Mit wem oder was genau, will ich nicht spoilern, weil ihr solltet es euch ja auch durchlesen. Aber ich kann euch sagen, die Reihe wird von Buch zu Buch besser, was ich nicht erwartet hätte. Das hier fand ich schon übelst geil. Teil 2 ist noch besser, das war, glaube ich, mein Favorite. Wobei Teil 3 auch noch mal krasser ist, noch ein bisschen anders. Also Leute, schaut es euch an. Die Protagonisten sind zwar jünger, aber das macht nichts. Also ich hatte zum keinen Augenblick irgendwie das Gefühl so, oh, das ist voll der Teenie-Scheiß oder so. Sondern ich habe wirklich einfach mich da reinfallen lassen. Man muss dazu sagen, ich liebe aber auch Teenie-Scheiß, also. Und das waren erstmal meine Favoriten. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Was soll ich lesen? Welche BookTok-Bücher habt ihr geliebt, verschlungen? Was könnt ihr mir empfehlen? Ich will alles davon wissen. Und natürlich könnt ihr auch gerne Bücher mit ein bisschen vielleicht mehr Intellekt oder wie auch immer mit einem eher so Weiterentwicklungs-Input mir gerne reinschreiben, wenn ihr sowas habt. Aber ich bin aktuell echt total auf Unterhaltungsliteratur und werde, glaube ich, auch erstmal dabei bleiben, weil es einfach meiner Seele gut tut. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Lasst es mich in den Kommis alles wissen. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin. Ciao!